Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fragenfreitag hier am Freitag auf meinem Kanal. Hier gebe ich euch wie immer Updates zu meinem Kanal und beantworte eure Fragen. So, wir schießen gleich direkt los mit Vollspeed auf Punkt 1. Und Punkt 1 ist natürlich Vergangenes und da habe ich natürlich mehrere Sachen zu erzählen. Zum einen fangen wir mal wieder weltumgreifend an, also sprich Weltmeisterschaft und zwar, ja, ich sag nur Schland 7-1. Was für ein Sieg. Wer es gesehen hat, es war einfach unfassbar. Ich meine, ich habe das hier mit meiner Frau geguckt. Die ersten 10 Minuten war ich schon so und habe die Fingernägel abgekaut quasi. Nein, nicht wirklich, aber ich sag dann so zu ihr so, als dann das erste Tor, also das endlich mal ein Tor fallen sollte, dann fiel das erste Tor und meinte, ah, jetzt ist man ja ein bisschen beruhigter, und aber eigentlich auch nicht. Und dann wäre es besser gewesen, wenn noch ein Tor fallen würde, weil dann ist man beruhigt, dass man gewinnen kann. Ja, dann ist das zweite gefallen und dann war man so ein bisschen beruhigter und dann kam auf einmal nochmal so drei hintereinander und es war 5-0 und man dachte sich nur, oh, was ist jetzt los? Die armen Brasilianer und so vorgeführt und hast du nicht gesehen. Gut, macht nichts. Also, ich wollte gar nicht so viel herumschwafeln. 7-1, der Sieg. Und heute Nacht, ich nehme es ja mittwochs auf, gerade eben ist das Spiel fertig geworden. Niederlande gegen Argentinien und da hat Argentinien gewonnen, soweit ich gehört habe. Heißt also das Endspiel Deutschland gegen Argentinien. Darauf können wir uns am Sonntag, glaube ich, freuen. Also noch 2 Tage, wenn ihr das hier seht. Yes, um 21 Uhr. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Dann guckt halt meine Videos. Ist eh besser. Nein, Spaß. So, was ist die letzte Woche noch passiert? Pflanzen gegen Zombies 2 ist gestartet. Ist ein Spiel von Blaze. Das hat er schon vor seinem Urlaub aufgenommen. Was muss man da erzählen? Muss man nichts zu erzählen. Der Zombie, Pflanzen vs. Zombies. Kennt man. Muss man sich mal angucken. Also auf jeden Fall Teil 2. Ich glaube, er spielt das auf einem Tablet oder sowas. Also das gibt es ja nicht für PC. Das gibt es ja nur für so mobile Geräte. Ne? Da spielt er das drauf. Schaut auf jeden Fall mal rein. Ist auf jeden Fall sehr lustig. So, das hat diese Woche begonnen. Dann, die Durststrecke ist zu Ende. Ich glaube heute, kam wir die erste WG-Folge. Um 16.30 Uhr kam die. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die nochmal eben reinschalten. Also die eine Woche Pause ist zu Ende. Wir waren fast vollzählig. Ihr guckt einfach die Folge, dann wisst ihr auch, was mit Beef ist und was mit Sebi ist, weil die bei der Aufnahme nicht dabei waren. Wird alles dann am Anfang erklärt. So. Russell vs. Blaze letzte Woche. Das kann sich im Moment noch so keiner richtig absetzen. Heißt, es bleibt immer noch weiterhin spannend. Falls euch das so ein bisschen interessiert, wie Blaze und ich uns ein bisschen bekriegen, schaltet halt da rein. Ist auf jeden Fall sehr spannend und wir sind echt noch nah beisammen. In der letzten Staffel habe ich ja wirklich schnell mich abgesetzt. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Also mir macht Spaß. Vielleicht macht es euch auch beim Zugucken Spaß. So, das war Punkt 1. Wollen wir nicht unnötig die Länge ziehen, kommen wir direkt zu Punkt 2. Und da lautet die erste Frage, also es ist natürlich Fragen und Meinungen aus der Community. Und die erste, die ich mir rausgesucht habe, ist von Lächel22. Und zwar folgendes. Frage. Hörst du gerne Musik? Wenn ja, welche Richtung? Und wenn du ein Lieblingslied hast, welches? Okay, also ein Lieblingslied an sich habe ich nicht. Also es gibt immer nur so Lieder, die ich im Moment sehr oft höre. Deswegen werde ich das dann gleich sagen. Aber vorweg. Welche Richtung von Musik ich gerne höre. Also ich höre ständig Musik, beim Autofahren sowieso generell immer. Und meine Frau hasst es, wenn ich das Radio wegmache, sondern irgendwas von mir anmache. Aber gut. Ich höre eher so auf jeden Fall deutsche Sachen. Es gibt auch ein paar englische Sachen, die ich höre, aber die meisten sind deutsch. Und da dann die Richtung Metal, Rock und Gothic. Ne? So, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt. Heute zu viel M, die muss ich rausstreichen. Streich die einfach alle. Ihr hört die gar nicht. Ihr hört die nicht. So. Okay, also Metal, Hard Rock, Gothic und Lieblingslied an sich nicht, aber das, was ich im Moment viel und oft höre, ist Buch der Erinnerung von Onkels. Ja, Onkels, es tut mir leid, steinigt mich oder was auch immer. Ja, davon also Buch der Erinnerung ist gerade das Lied, was ich oft höre. Warum, weiß ich gerade nicht. Ich habe ich gerade im Moment Bock zu, läuft auf jeden Fall ständig bei mir im Auto. Da höre ich am meisten Musik übrigens im Auto. Zu Hause läuft eher so ein bisschen Radio dadurch und da ist auch meine Musik vielleicht nicht angebracht, also... Ja, kommt immer noch an. Wenn ich die Kinder mit habe, höre ich auch nicht unbedingt meine Musik. Dann höre ich einfach normalerweise Radio. So, ja. Sonst muss ich mal sehr aufpassen, was für Lieder kommen und wie das halt so ist, ne? Bei manchen Liedern. Besonders bei deutschen Texten, die dann auch noch verstehen. Gut, weiter. Die Geschichte. Oh Gott, das sind wir viel zu vorlesen und viel zu labern danach. Wir lesen mal. Zivitan. Du verrammelst die Tür mit dem Stuhl und schaust dich dann um.
Es sieht so aus, als wärst du in einen großen Büroraum gelandet. Auf den Tischen stehen Computer. Die Regale sind voll mit Computerspielen, Filmen und Actionfiguren. In einer Ecke steht ein Sofa und davor eine Kamera. Das Ganze sieht einerseits aus wie gerade verlassen, andererseits ist alles mit einer dicken Staubschicht überzogen. Seltsamerweise kannst du durch die Fenster nicht nach draußen sehen. Es ist, als wäre die Fensterscheiben schwarz gestrichen. Neben der Couch mit der Kamera ist eine Tür, die nur angelehnt ist. Dir fällt auf, dass an der Kamera ein Licht blinkt. Willst du weiter durch die Tür? Untersuchst du die Kamera oder versuchst du etwas ganz anderes? So, also die Tür hinter mir ist ja verrammelt, das heißt, da kommt keiner rein. Die vordere Tür, ich weiß nicht, die steht ein bisschen offen. Wer weiß, was dahinter ist. Ich denke, ich werde mich ganz leise verhalten und werde mir mal die Kamera angucken. Die wird ja irgendwas filmen oder was gefilmt haben. Und ich will mal gucken, was da schon auf dem Band drauf ist. Das ist so die Idee dahinter. So, jetzt bist du wieder dran. Gut, haben wir das auch beantwortet. Kommen wir zum nächsten. Salia Cat, das ist nur eine Meinung, das ist keine Frage. Ich habe es trotzdem mal mit reingenommen. Toller Fragenfreitag. Dass heute keine WG-Folge war, mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, XD. Stört mich aber ehrlich gesagt kaum. Was? Natürlich, die WG ist immer lustig, aber Tab geht ja schon 30 Minuten und Razer vs. Blaze auch des Öfteren und das reicht ja eigentlich schon aus. Dann danke, dass ich wieder einmal Abonnentin der Woche sein darf, bitte. Wer Weltmeister meiner Meinung nach wird, möchte ich irgendwie noch nicht sagen, beziehungsweise ich habe noch keine Ahnung. Da Deutschland schon weiter ist, würde ich sagen, dass Kolumbien, Argentinien und Niederlande weiterkommen. So viele können gar nicht weiterkommen, oder? Nachher ist es bestimmt genau andersrum. Achso, doch, das war vor dem Spiel davor. Okay, ja, das kann natürlich sein. Hast du mit Argentinien und Niederlande das Recht gehabt und da hat sich ja jetzt die Niederlande durchgesetzt. Und natürlich bei Kolumbien hat es so falsch gelegen, da war es Brasilien. Aber macht ja nichts. So, mein Tipp übrigens immer noch für die Weltmeisterschaft ist jetzt Deutschland. Nicht nur wegen dem 7-1-Sieg, sondern auch vorher. Die haben die eigentlich ganz in Ordnung gespielt. Und sagen wir mal so, die anderen Mannschaften haben nicht besser gespielt. Also Deutschland ist nicht überragend gut, aber die anderen haben nicht besser gespielt. Das ist so meine Meinung gerade. Wir werden es Sonntag erleben. Gut, was war so einfach nur eine Meinung. Mehr war das gar nicht so. Jetzt kommen weiter. Weiter Fragen von Ria Starschild. Nenn uns doch einmal die schrägsten Songs, die du kennst. Smiley. Was ist das schrägste Spiel, das du kennst? Ja, als ich die Frage gelesen habe, habe ich mich natürlich darauf vorbereiten müssen, weil einfach ist so, ne? Bei mir ist gerade alles durcheinander hier auf diesem Schirm. Ich hasse das, wenn ich hier das so aufmachen muss, dass es blöd ist. So, ich habe mir überlegt, dass ich fünf von jeder Sorte mache, sprich fünf Spiele und fünf Lieder, die ziemlich schräg sind. Und ich fange mal mit der Musik an. Ich habe jetzt so eine kleine interne Wertung gemacht quasi, ne? Also ist aber jetzt nicht so wirklich, also es ist nicht so, dass das jetzt von 5 bis 1 hochgeht, Irgendwas stimmt hier nicht. Hatte ich nicht noch was anderes aufgeschrieben? Da ist doch viertens das doch. So muss das sein. So muss es aussehen. Jetzt wird ein Schuh raus. So, also ich habe die Reihenfolge. Ich fange mit dem fünften an und ende beim ersten. Was für mich jetzt gerade heißt, dass das vielleicht am verrücktesten oder am schrägsten ist. Mag aber vielleicht nicht ganz so sein. Also ich habe einfach mal fünf von jeder Sorte halt rausgesucht. Dann fangen wir bei Musik also an. Fünftens habe ich rausgesucht von JBO Die Scheiße. Das ist schon ein sehr schräges Lied, finde ich zumindest. Dann auf Platz 4 von Knorkator. Wie weit ist es bis zum Horizont? Muss man unbedingt mal gehört haben. Also sucht mal nach Knorkator und wie weit ist es bis zum Horizont oder Pythagoras. Nur mal um das noch. Also das ist auch ein sehr krankes Lied. Dann schon ein bisschen älter. Ich meine, die anderen waren auch schon ein bisschen älter, aber egal. Von Torfrock, wer die noch kennt. Ja. Und zwar das Lied Beinhart. Das ist einfach, ich finde es auch crazy. Dann der gute Helge Schneider auf der 2 mit Katzeklo. Der hat noch viel schrägere Lieder. Ich habe aber jetzt Katzeklo genommen, damit ihr, also habt ihr wenigstens Ahnung, um was es geht, weil die anderen Lieder kennt ihr wahrscheinlich nicht und das ist halt schon sehr bekannt. So, und dann auf Platz 1 nochmal Knorkator, nur mal angenommen. Das ist wirklich schräg, wenn man sich das vorstellt, was in dem Lied gesungen wird. Alter Falter. So, kommen wir zu den Spielen. Bei den Spielen habe ich sogar 6 rausgesucht. Boah, einfach nur, weil ich nochmal ein sehr neues dabei haben wollte. Und zwar auf der 6 ist das eingestiegen. Und zwar der Goat Simulator. Ich glaube, das ist schon sehr schräg. Man kann zwar nicht viel machen, aber was man machen kann, ist echt schräg. Dann auf Platz 5, das Spiel Nuclear Throne. Ist schon ein bisschen älter, ist aber auf jeden Fall abgefahrener Shit.
So, auf Platz 4, Chaos Engine, wer kennt es nicht? Auch so ein von oben Sicht-Shooter-Gedöns, richtig, also schon, ne? Auf Platz 3, Broforce, einfach nur, weil man einfach später nur noch rumrennt und Atombomben um sich schmeißt und alles in Luft fliegt, also das ist schon, ich find's sehr schräg. Dann auf 2, haben vielleicht einige auch ein Let's Play zugesehen, nicht von mir, ich hab's nicht gemacht, aber es gab einige größere, die das gemacht haben, Mechanarium, ja, ich, wenn ihr nicht wisst, was ist, guckt einfach mal auf YouTube, ist auf jeden Fall schräg genug für diese Liste. So, und auf Platz 1, das weiß ich nicht, ob das für euch welche kennen, aber das ist Goofball. Eventuell kommt dazu mal ein Video von mir, einfach nur mal so aus Spaß, aber was weiß ich noch nicht. Aber Goofball ist schon wirklich schräg, gerade wenn man das gekauft hat und dann noch alle möglichen Sachen einstellen kann. Einfach nur krank. Einfach krank. Genau, so kann man es nennen. So, ich hoffe, ich habe deine Frage genügend beantwortet. Kommen wir zu der nächsten Frage von iTop. Wow, Season 3 von Wasser und Blaze? Das wird bestimmt toll. Aber erstmal Season 2 an der Reihe. Damit du nicht wieder so wenig Fragen hast, oh, habe ich diesmal nicht, es geht. Einige Leute sagen, dass man seine Schulzeit genießen und nutzen soll. Gibt es Zeiten, wo du dir wünschst, wieder in die Schule zu gehen und warum? Definitiv hat man in der Schule mehr Zeit als im späteren Leben. Das ist so. Man hat sehr viel Freizeit, während man in der Schulzeit ist. Sehr viel. Glaub mir, sehr, sehr viel. Wenn man später im Arbeitsleben ist, dann zum Beispiel ich muss um 5 Uhr irgendwas aufstehen, bin um kurz vor 8 auf der Arbeit, darf da um kurz vor 5 wieder weg und bin um kurz vor 7 zu Hause. Ja, also da schon mal fast keine Freizeit. Dann habe ich da noch... Also Zeit für mich, nicht Freizeit, immer Zeit für mich, ne? Dann meine Kinder, dann meine Frau will auch noch, dass ich mich mit mir unterhalte und hast du nicht gesehen? Das klingt ein bisschen negativ, nein, das ist natürlich positiv. Aber eigentlich bleibt nicht viel Freizeit. Meine Freizeit, die ich habe, nutze ich im Moment für YouTube. Das ist halt dreimal in der Woche am Abend. Mehr Zeit habe ich gar nicht. Und wenn ich dann zur Schulzeit zurückdenke, wo ich dann einfach mal nach der Schule Counter-Strike gespielt habe, 5 Stunden lang oder was, das war schon krass. Das kann man halt jetzt nicht mehr. So. Und nein, ich bin kein Amokläufer, nur weil ich Counter-Strike gespielt habe. Wenn ich das hier irgendwas, ne? So, das, also, es gibt Zeiten, wo ich mir das gerne zurückwünsche, allerdings hat man da auch kein Geld verdient. Das ist so die Kehrseite. Gut, kommen wir einfach zu oder Fragen, weil wir sind schon bei 12 Minuten 25 und ich wollte eigentlich unter 13 bleiben, unter 15 bleiben, wird wahrscheinlich nichts, aber gut. Oder Fragen. Ich mache auch nicht ganz so viele, dann passt das schon. Von Rem, der muss ja immer eine oder Frage mehr schreiben, wir erinnern uns. Und zum Schluss habe ich noch ein paar oder Fragen für dich. Ich habe mal den Rest davon weggelassen, einfach weil ich so oder Fragen packen wollte. Hüftsteak oder Bauchspeck? Hüftsteak. Wüste oder Arktis? Wüste. Arktis. Scheiße. Wüste. Mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug in den Urlaub? Ist mir egal. Schiff, da kann man mehr rumrennen. Am Flugzeug ist mal so beengt. Oliver Pocher oder Stefan Raab? Stefan Raab. Popel oder Ohrenschmalz? Igitt, was machst du für widerliche Sachen hier? Popel. Liebe Grüße, Rem. Boah, ist das widerlich hier. Kommen wir direkt zum nächsten, damit ich das wieder vergessen kann. Lächeln 22 oder Fragen. Rouladen oder Vorhänge? Rouladen. Deutschland oder Niederlande? Hatte ich die Frage schon? Naja, was soll's. Deutschland oder Niederlande? Und Niederlande sind raus. Also Deutschland, fertig. Tomate oder Gurke? Gurke. Kartoffel oder Nudelsalat? Kartoffelsalat. So. Ja, das... Ach, komm. Oder Fragen lassen wir einfach. Wir kommen einfach mal jetzt zu Punkt 4, Aufforderungen. Ja, und ich mache mir immer so Gedanken, was machst du als Aufforderung? Weil das ja irgendwie schon so ein fester Bestandteil ist. Und da gibt es natürlich die blödsinnigsten Sachen. Wir erinnern uns an das R für Brother Moon und hast du nicht gesehen. Diesmal wieder eine Aufforderung in eigener Sache. Schreibt bitte doch unter dieses Format hier mehr Kommentare, beziehungsweise mehr Fragen. Wenn weiterhin so wenig Fragen kommen, ist zwar klar, dann muss ich zwar alle dran nehmen, ist auch gut. Aber ich habe nicht mehr so die Auswahl und manchmal werden die Folgen vielleicht zu kurz oder wer weiß was. Schreibt also mehr Fragen, ansonsten brauche ich auch keine beantworten. Dann wollt ihr vielleicht das Format gar nicht mehr sehen. Weiß ich ja nicht, kann ja sein, dass ihr sagt, nee, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Brother, lass das, mach lieber was anderes. Kann ich auch machen. Wenn ihr aber weiterhin dieses Format sehen wollt, schreibt hier unten Fragen rein, auch oder Fragen oder kommentiert irgendwas hier drin am besten unter diesem Video, weil das wird dann für den Fragenfreitag herangezogen. So, also, eure Aufgabe, geht hin, schreibt mehr Fragen. Gut. Hätten wir doch auch geklärt. Kommen wir zu fünftens.
vom 5. ist bekanntlich Abonnent der Woche. Und ja, ich habe diesmal mir das anders gemacht. Ich habe das schon lange vorgehabt und diesmal hatte ich ein bisschen Zeit dafür und habe das gemacht. Ich habe mir ein kleines Programmchen geschrieben, was die Kommentare zählt, die auf YouTube geschrieben werden. Und dabei ist es jetzt auch egal, ob da nur ein R drin stand, also dieser Rosamund Smiley, oder länger Kommentar drin kommt, das dran stand. Das führt einfach beides jeweils zu einem Kommentar quasi. Also ein Programm, was mir Kommentare zählt. So, und ich habe für meine Auswertung von Mittwoch an 4 Tage rückgängig genommen. Und dann kam ich zur folgenden Auswertung. Ich habe da noch 5 Namen, die über 10 haben. Und die lese ich natürlich auch alle vor. Und der letzte ist dann der Abonnent der Woche ist. Klar, ne? Also, mit genau 10 Kommentaren haben wir auf Platz 5 dann den Domi H. Sehr schön, 10 Kommentare, wirklich gut. Freut mich. So, ein Kommentar mehr ist Lächeln22. Wir hatten die auch gerade schon aufgenommen mit den Fragen. Herzlichen Glückwunsch. Geht aber noch besser, ne? Dann kommt mit 17, also weiter Abstand, mit 17, Salia Cat. Heute leider nicht gereicht für Abonnenten der Woche, aber vielleicht das nächste Mal. Wer weiß. Auf jeden Fall wieder sehr gut. 17 Kommentare ist wirklich awesome. So, ein Kommentar mehr hat ZockerTV. 18 Kommentare. Nice one. Und ja, auf Platz 1 dann der Abonnent der Woche. Es ist ein R, jawohl. Mit 20 Kommentaren. Jetzt mal schnell nachzählen, bevor ich sage. Nein, Spaß. Ist diese Person hier, ich bilde das Bild mal ein, und der hier selber weiß es natürlich jetzt schon, und alle anderen werden es auch schon wissen, weil oft von ihm Kommentare da stehen, und ja. Es ist Remdilak. Jawohl, herzlichen Glückwunsch zum Abonnent der Woche. Und hier ist dein Kommentar, der unter anderem dazu geführt hat, dass du Abonnent der Woche geworden bist. Danke für die neue Folge. Das Battle war spannend und zwischendurch auch recht witzig. Und weil ich nicht spoilern will, Glückwunsch an den Gewinner des Minispiels. Das war zu einer Rather vs. Blaze Folge. Und zwar zwischen, ich glaube, Shooter King. Kann das sein? Ich glaube schon. Steht ja nicht mehr dran. Ne? Steht einfach nicht mehr dran. So, und dann kommen wir noch zu Punkt 6. Das ist Neues und Zukünftiges. Und wir sind schon wieder weit über 15 Minuten. Gut, dass ich die anderen Fragen so kurz gehalten habe. So. Dann machen wir das mal. Ich habe nicht so viel anzusprechen, das geht also ganz schnell eigentlich. Blaze ist bekanntermaßen wieder aus dem Urlaub zurück. Ihr habt das schon gesehen, weil in der WG war er schon wieder mit dabei. Beziehungsweise ist gar nicht ausgefallen, weil wir ja auch nicht letzte Woche nicht aufgenommen haben. Also habt ihr nichts verpasst. Also der Blaze hat auch nichts verpasst. So, und dadurch, dass er wieder da ist, werden wir auch bald wieder unser nächstes gemeinsames Minecraft-Projekt starten, worüber ihr abstimmen konntet. Oder auch immer noch könnt, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, es war sehr eindeutig entschieden. Es wird wohl ein technisches Modpack werden, was wir da spielen werden. Die Abstimmung habt ihr unter dem Abstimmungsvideo gesehen. Wer nicht, dann könnt ihr euch das auch mal gerne angucken, das Abstimmungsvideo. Aber es wird wahrscheinlich nichts mehr daran ändern, dass es Technik werden wird. Dann wird es danach wahrscheinlich irgendwann ein Adventure-Pack geben. Keine Sorge, wir machen ja immer mal so. Aber gerade haben wir eh mehr Bock auf Technik. So. Dann weiß ich noch nicht, ob das wirklich kommt. Ich habe ja schon mal so ein etwas anderes LOL-Video angekündigt. Das wollte ich eigentlich auch mal rausbringen. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Eventuell kommt es morgen um 17.30 Uhr. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Kann ich nicht so ganz versprechen. Ich hoffe allerdings, dass es morgen um 17.30 Uhr kommt. Mal eine andere Art von LOL-Video. Werdet ihr dann sehen. Dann wollte ich euch noch fragen, was auch die Zukunft betrifft. Wollt ihr noch mal sowas wie einen Let's Player Battle Contest sehen? Oder dran teilnehmen? Das ist jetzt erstmal nur so eine allgemeine Frage. Sowas habe ich ja mal durchgeführt. Wer wissen will, was das ist, der sucht einfach mal nach LPBC. Let's Player Battle Contest. Habe ich mal vor gut 2 Jahren auf meinem Kanal durchgeführt. Wenn daran Interesse bestehen sollte, dann können wir das nochmal machen. Das würde dann Blaze und ich zusammen machen. Dann ist das auch ein bisschen einfacher und wir kommen mit der Planung besser hin und das hat nicht gesehen. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock dazu habt, deswegen frage ich euch mal, meint ihr, das würde auf meinen Kanal wieder passen und habt ihr Bock dazu, da mitzumachen? Es ist ja auch immer so eine kleine Unterstützung für die kleineren YouTuber. Ne? Also, sagt mir mal Bescheid. So, dann bin ich jetzt durch. Wir sind unter 20 Minuten. Immerhin. Ich hoffe, ihr schaltet euch beim nächsten Fragenfreitag wieder ein und schaut euch jetzt ein paar andere Videos an. Und dann bin ich jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Ciao.